Herzlich willkommen mal wieder bei uns hier in das Trio-Studio. Heute ist ein besonderer Tag, deswegen glaube ich, bevor wir richtig loslegen, ändern wir hier mal was. Nachdem etwas weihnachtlicher Flair hier ins Studio eingekehrt ist, können wir starten. Und wir haben heute auch nicht allzu viel vor, außer euch natürlich zum Anfang erstmal eine richtig, richtig schöne und gesegnete Weihnachtszeit zu wünschen. Mit euren Freunden, eurer Familie oder mit auch immer ihr Weihnachten verbringt. Und wir wünschen uns, dass ein jeder sich besinnt und darüber nachdenkt, warum wir überhaupt Weihnachten feiern, warum wir diese schönen Tage miteinander haben. Wir wollen Danke sagen, denn einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres, fast vergangenen Jahres 2017, war natürlich, dass wir unsere Aktion, das Trio, endlich starten konnten. Wir bedanken uns bei mittlerweile 6000 Instagram-Followern, über 300 YouTube-Abonnenten, 57 Gemeinden, die sich bisher angemeldet haben und bei allen, die die Aktion unterstützen, natürlich hauptsächlich auch bei unseren Sponsoren. Und wir wünschen euch einen richtig guten Ausklang 2017. Eine Sache müssen wir aber doch noch ändern, diese viel zu kleine Weihnachtsmütze, die passt viel besser auf unsere viel zu große Schreibtischlampe. Und dient als Deko. Natürlich kriegt ihr auch dieses Mal wieder ein Update zur Aktion, falls ihr es noch nicht gesehen habt, aber ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, haben wir die ersten Reportagen auf YouTube hochgeladen. Falls du sie noch nicht gesehen hast, guck sie dir an und like deinen Favoriten ins Finale. Eine richtig geniale Sache ist natürlich, dass ich jetzt jede Studiosendung wieder ein paar Pins auf unsere Karte kriege. Diesmal sind es wieder einige geworden. Und falls du und deine Gruppe euch noch nicht angemeldet hast, dann ist die Möglichkeit immer da. Meldet euch einfach an und seid dabei bei der Aktion und unterstützt Christentum in Deutschland. Insbesondere für Jugendliche. Also neue Pins kommen auf die Karte. Das sieht doch schon richtig toll aus, da kommen immer mehr Pins an die Wand. Und wie ihr seht, 6 rote bisher und da sollen am Ende mindestens 20 rote Pins da sein. Von den roten Pins aktuell führender, absoluter Spitzenreiter, die Martinsgemeinde in Hohenhorst mit ungefähr 350 Likes. Und wir werden sehen, ob ihr es auch bis ins Finale schafft. Weihnachten ist natürlich für die meisten oder für viele, besonders die Kleinen, eine Zeit, wo es um Geschenke geht. Und wer hätte es nicht gedacht, natürlich hat das Trio auch mal wieder ein Gewinnspiel für euch. Und zwar, also wenn ich an Weihnachten denke, dann ist es auf jeden Fall Familienzeit. Zeit für Gemeinschaft. Und deswegen fordern wir euch heraus für folgendes Gewinnspiel um 100 Euro. Postet ein Bild auf Instagram von euch und eurer Weihnachtsgemeinschaft, wie gut ihr es zusammen habt und markiert das Trio. Und unter allen, die das machen, verlosen wir, wie gesagt, 100 Euro Weihnachtsgeschenk. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick auf 2018. Natürlich werden wir noch einen neuen Beitrag bringen, aber ich wollte einfach schon mal ein bisschen spoilern, was euch in 2018 erwartet. Natürlich werden wir 2018 viele rote Pins an die Wand bringen und wir werden auch viele weiße Pins an die Wand bringen und wir freuen uns einfach auf alle Jugendliche, die wir kennenlernen und alle Gemeinden, die wir präsentieren dürfen. Und dann als Highlight in 2018 natürlich das Finale-Event. Wir sind gerade ganz heiß am Plan, wer wird alles dabei sein. Was feststeht ist, dass es im Juni sein wird und dass es in Frankfurt stattfinden wird. Und wir wollen unbedingt eure Meinung, eure Ideen mit einbringen. Deswegen werden wir 2018 sehr schnell mit der Info fürs Finale rauskommen, mit der Anmeldung und mit einer Challenge, wo ihr eure Ideen fürs Finale mit einbringen könnt. Yes, das war's eigentlich schon. Ich wünsche euch noch richtig tolle und besinnliche Weihnachtstage. Genießt die Zeit mit euren Freunden und eurer Familie und vergesst nicht, euer Gemeinschaftsbild zu posten und zu markieren und 100 Euro einzusacken. Natürlich kann man die gute Zeit, die man ja immer wieder über Weihnachten auf dem Sofa verbringt, nutzen, unsere Reportagen zu sehen und den Favoriten ins Finale zu liken. Ja, was noch? Wir hoffen, dass ihr eure Geschenke kriegt, die ihr euch vorgestellt habt. Ihr seht, habe einige Bücher gekriegt, der Stapel füllt sich langsam. Und das war es eigentlich ganz für dieses Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Und an dieser Stelle wünsche ich euch nur alles, alles Gute. Bis bald.